Hallo, meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler. Willkommen zurück in meiner Hobby-Ecke. Ich bin Sarah van Draht und komme zu euch wie immer aus dem sonnigen Teutoburger Wald. Wenn ihr wissen möchtet, was ich in den letzten Wochen so gestrickt, gelesen und noch nicht ganz gemalt habe, dann bleibt doch ganz einfach dran. Gleich geht's los. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Zurück in der Hobby-Ecke bei Sarah van Draht. Das letzte Video ist ja schon wieder über 2 Monate her. So ist das, wenn man als Garnkünstlerin und Videografin in den Winterschlaf fällt. Und genauso ist es bei mir gewesen. Als ich den letzten Podcast irgendwie rausgehauen hatte, bin ich danach nochmal voll in Winterschlaf gefallen. Ich habe ganz wenig gestrickt. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, ganz viel prokrastiniert. Also meine Zeit mit Dingen verschwendet, die mich jetzt so nicht weitergebracht haben. Und irgendwie habe ich das gebraucht. Denn ich bin generell so ein Mensch, der gerne so ein bisschen rumreflektiert und versucht, sein Leben ein bisschen nach den eigenen Werten und Vorstellungen zu gestalten. Und da brauche ich manchmal einfach ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, wo möchte ich hin, wo möchte ich mit dem Podcast hin, wo möchte ich mit YouTube hin, wo möchte ich mit meiner Videografie hin, was möchte ich sonst noch alles so erleben, jetzt vor allen Dingen im kommenden Jahr. Da stehen nämlich noch so einige Sachen bei mir auf dem Tableau. Hendrik und ich haben zum Beispiel wieder angefangen, regelmäßig tanzen zu gehen. Das ist richtig toll, macht unheimlich viel Spaß. Und seit Corona war das ja leider nicht mehr so möglich, aber jetzt haben wir wieder angefangen. Wir sind überrascht, wie viel man doch vergessen kann in diesen paar Jahren. Aber wir sind auch relativ schnell wieder reingekommen und es macht einfach riesig Spaß. Ja, nun hat der Frühling aber begonnen und aus dem Winterschlaf heraus bin ich dann direkt in die Frühjahrsmüdigkeit gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, besonders mit der Zeitumstellung geht mein ganzer Zirkadianrhythmus irgendwie durch die Decke. Ich bin auch noch so eine Woche oder anderthalb Wochen nach der Zeitumstellung so richtig durch den Wind und habe so einen Mini-Jetlag. Ich hasse das einfach und von mir aus könnte man das abschaffen. Aber naja, wie das immer so ist, ne? Es dauert alles seine Zeit. Ja, im letzten Podcast habe ich euch ja gefragt, wovon ihr gerne mehr sehen möchtet. Und so richtig konnte ich das gar nicht ausmachen. Viele haben gesagt Podcast, viele haben gesagt Vlogs wollen sie mehr sehen. Viele haben aber auch gesagt, dass ich auch gerne mehr über Bücher sprechen möchte. Keine Sorge, das hier wird kein Booktube, also wo ich nur noch ausschließlich über Bücher spreche. Das bleibt schon noch unser Handarbeitspodcast, so wie ihr ihn kennt. Dennoch habe ich entschieden, immer zum Schluss in der letzten Rubrik über Bücher zu reden, die ich in den letzten Monaten gelesen habe oder die ich für mich neu entdeckt habe und angelesen habe. Und vielleicht ist ja für den einen oder die andere unter euch was dabei. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon meinen frühlingshaften Teebecher mit Blümchen und Marienkäfer. Hier oben ist sogar einer drauf zu sehen. Ich finde die Tasse total stark. Aber da ist tatsächlich noch ein Wintertee drin, nämlich Kirsche, Marzipan und Zimt. Ich bin also noch so ein bisschen in der Transferphase zwischen Ende des Winters und Anfang des Frühlings. Und das macht sich auch in meinen Strickprojekten so ein bisschen bemerkbar, wie ihr gleich sehen werdet. Aber jetzt schnacke ich nicht mehr lange und wir sind im Pausenraum der Glückseligkeit und wir brauchen Schwung und gute Schwingung. Und damit geht es jetzt auf jeden Fall los mit dem ersten fertigen Objekt. Thank you.
Ich kann mich daran erinnern, dass der Dreh zu diesem kleinen Video ganz schön kalt war. Das ist nämlich aufgenommen Mitte, Ende Februar und das war schweinekalt. Also irgendwie nur so 3 oder 2 Grad. Aber wenn es schön aussehen will, dann muss man halt ein bisschen frieren als Protagonistin. Aber ich finde, es hat sich total gelohnt. Und auch das Stricken dieses tollen Wear-Sweaters von Gudrun Johnston hat sich total gelohnt. Und ich bin verliebt. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass ich schon die nächste Farbkombination für mich rausgesucht habe. Denn das Teil hier, das werde ich garantiert nochmal stricken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein Hammerteil. Ich finde, es ist der Gudrun Johnston so gut gelungen, diesen Pullover aufzulegen. Ich bin immer noch ganz sprachlos. Ich habe den Pullover ja mit den Ballonärmeln gestrickt, mit dem Stehkragen, wie ihr sehen könnt. Da ist Colorwork drin. Hier ist so ein bisschen Lace mit eingearbeitet. Und das ist das erste Projekt, an dem ich gestickt habe. Und ich kann euch sagen, der Winterschlaf hat mir alle Ehre gemacht, denn ich hatte bei den Steaks, beim Stricken dieser Steakmaschen, meinen ersten Moment geistiger Umnachtung. Also wirklich war, das war eine richtige Sternstunde geistiger Umnachtung. Denn wenn man Steakmaschen strickt, dann, und so war es auch in der Anleitung beschrieben, dann soll man immer eine Masche von der Hauptfarbe stricken, eine Masche von der Kontrastfarbe, eine Masche von der Hauptfarbe, eine Masche von der Kontrastfarbe. Und Sarah in ihrer Genialität macht das einfach nicht. Ich habe mir gesagt, oh, ich habe keine Lust, immer eine Masche das, eine Masche das, oh, keine, will ich nicht. Und das hat sich dann hinterher gerecht, weil ich dann natürlich die Hintergrundfarbe meistens hinten einfach hergezogen habe und dann hatte ich nachher ganz viele Schlaufen und das ist ja total irrsinnig eigentlich, weil wir wollen das ja nachher aufschneiden, damit wir da mit unserem Arm oder mit unserem Kopf durchkommen. Aber so weit habe ich dann nicht gedacht. Wie gesagt, Winterschlaf hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann hatte ich am Ende doch ein bisschen mehr Arbeit damit, als ich mir hätte zumuten müssen. Aber gut, es war dann, wie es war und ich habe dann beschlossen, erstmal die einzelnen Maschen so zu sichern, wie Gudrun Johnston das auch in ihrem Buch gezeigt hat. Das ist ja aus diesem The Shetland Trader, Buch Nummer 3, Heritage. Und da muss man eben erst die Maschen aufhäkeln, damit dann zwischen diesen aufgehäkelten Maschen nachher so ein Zwischenraum entsteht, wo die Querstreifen sind der anderen Maschen, die man nachher aufschneiden muss. Und ich dachte mir so, okay, ich muss ja irgendwie noch die Schlaufen da hinten sichern von der Hauptfarbe. Also habe ich erstmal meine Maschen schön gesichert mit dem Häkelstich und habe hinterher dann noch mal abgesteppt mit einem Zickzackstich, damit ich dann nachher auch die hinteren Schlaufen richtig schön sichern kann. Und dann habe ich einfach mal losgeschnitten und das hat so einen Spaß gemacht, weil ich wusste auch, dass die Maschen richtig fest sind. Da kann nichts passieren, da kann nichts aufräufeln oder wie auch immer, weil dieses Garn, ich habe Jameson & Smith 2-Ply-Jumper-Weight und Spindrift verwendet. Das ist so zackig, so toothig, dass das wirklich ganz, ganz, ganz toll geeignet ist für Colorwork natürlich. Sonst würde es ja nicht so viele Projekte in Colorwork mit diesem Garn geben. Und da hatte ich wirklich überhaupt keine Angst, dass da irgendwas aufgeht. Das hat wirklich alles bombenfest gesessen. Und dann habe ich einfach die Stiegmaschen nach hinten umgeschlagen, habe das nochmal mit so einem ganz kleinen Stich in einer vorhandenen Farbe quasi festgenäht. Immer nur durch die hinteren Schlaufen bin ich gegangen, damit man das von vorne natürlich nicht sieht. Und dann war das richtig schön sauber. Und ich kann euch sagen, das macht echt Spaß, die Maschen aufzuschneiden. Das hat, ah, das war richtig toll, wo ich dann gedacht habe, oh, schneid sie jetzt mal einfach durch und guckst, was passiert. Und ja, das war ein richtiges Erlebnis. Und viele, viele von euch haben mir geschrieben, dass sie doch richtig Angst haben vorm Stiegen. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr so ein richtig schönes, ja, zackiges, raues Garn verwendet, dann passiert da fast gar nichts. Ich habe jetzt nur ein Beispiel bisher, wo ich gestickt habe, aber ich kann euch wirklich sagen, so mit Non-Superwash-Garn, glaube ich, ist es generell oder auch Woolenspun-Garn wirklich, wirklich einfach zu sticken. Also die Stickmaschen erstmal zu stricken und dann nachher die Maschen zu sichern und dann einfach durchzuschneiden. Das ist wirklich, wirklich nicht schwer. Also ich kann euch nur sagen, traut euch daran. Jetzt seid aber gewarnt, ne?
Strickt immer schön eine Masche Hauptfarbe, eine Masche Kontrastfarbe. Dann habt ihr den Ärger nachher mit diesen Schlaufen nicht. Ich weiß auch ehrlich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist ja zum Glück alles gut gegangen und der Pulli ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe die Originalfarben verwendet, die auch auf dem Cover zu sehen sind. Er trägt sich wunderbar. Ich habe die Größe 2, glaube ich, gestrickt und ich bin in allen Größen tatsächlich eine Nadelgröße runtergegangen, damit ich die Maschenprobe hinkriege. Den Stehkragen finde ich ganz toll und auch, dass hier am Ärmel mit verkürzten Reihen gearbeitet wurde, damit sich der Ärmel richtig schön rausarbeitet und nicht irgendwie so ganz doll zur Seite absteht. Ja, das war wirklich ein ganz großer Schmankerl zu stricken. Jetzt muss ich aber so ein bisschen bei aller Euphorie relativieren, denn das Garn, das ist schon echt robust. Also das ist schon ganz schön drahtig und zackig und rau. Das muss man wirklich mögen. Und auch selbst wenn ich ein Langarm-T-Shirt drunter habe, dann merke ich so diese kleinen Nädelchen, die da so durchkommen von dem Pullover. Mich persönlich stört das nach einer Weile nicht mehr. Dann merke ich das einfach nicht. Und manchmal mache ich mir auch irgendwie so ein Tuch um den Hals für den Stehkragen. Aber das solltet ihr wirklich beachten, weil dieses Jameson und Smith, das ist schon von der raueren Variante und da muss man wirklich gut überlegen, trage ich das nachher, mache ich mir jetzt die Arbeit, stricke mir so ein Teil, das toll aussieht, aber dann nachher als Schrankleiche endet, das wäre wirklich sehr, sehr schade. Aber das hier ist Wear Sweater von Gudrun Johnston Nummer 1 und Nummer 2 kommt auf jeden Fall. Also das hat unheimlich Spaß gemacht, vor allen Dingen dieses Colorwork, da habe ich erst gedacht, oh Gott, wie sollst du das bloß überstehen mit diesem Colorwork? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie man Colorwork strickt. Und aber wie gesagt, ein Träumchen ist es. Und ich trage ihn sehr oft tatsächlich, auch jetzt noch so über Kleider. Das geht wunderbar. Und ich freue mich schon auf eine sommerlichere, frischere Variante. Weil im Sommer würde ich das natürlich nie tragen. Aber nachher so im Frühling vielleicht noch. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Vielleicht im nächsten Jahr dann. Und dann mache ich noch eine Frühlingsvariante. Das war also das erste und einzige fertige Objekt, das ich euch zeigen kann. Ich habe aber noch zwei ganz tolle neue Projekte angeschlagen. Und da schauen wir doch mal, was da aktuell noch so an den Nadeln hängt. Let's spend my
Weiter geht's also mit dem ersten Work in Progress. Und wie ihr im Video schon sehen konntet gerade, passt mein neues Projekt gar nicht ganz ins Bild. Denn es handelt sich nicht um einen tollen Pullover mit Colorwork, sondern um ein Kleid. Und ich krieg's überhaupt nicht richtig ins Bild. Aber das ist das Kleid Freda von der Mercerie aus München. Und zwar hat die Dagmar das designt für die Mercerie in München. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde es so cool. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mir mal ein Strickkleid arbeite. Aber bei diesem hier konnte ich wirklich nicht widerstehen, weil ich das Colorwork so toll finde. Schaut euch das mal bitte an mit diesen Blumenranken und hier oben mit diesen einzelnen Mustern. Ich finde es einfach wunderschön. Und die Garne, die sind auch der absolute Wahnsinn. Wird wieder mit einem Seidenmohair kombiniert. Und das gibt dem Ganzen so einen richtig schönen Fluff und ist ganz kuschelig und bequem. Ja, das ist also die Freda, das Kleid Freda. Und den ersten Ärmel habe ich schon fertig. Und auch hier am Ärmel könnt ihr sehen, dass hier nochmal so ein bisschen Colorwork auf euch zukommen könnte, wenn ihr dann vielleicht mal auch strickt. Und ich habe wirklich überlegt, stricke ich das Kleid jetzt weiter oder mache ich es doch als Pullover. Aber ich konnte nicht widerstehen und deswegen habe ich die Kleidvariante gemacht. Für das Kleid habe ich auch das Originalgarn verwendet, das die Mercerie in München empfohlen hat. Und zwar habe ich benutzt Ito Sokoshu. Das sind 90% Wolle und 10% Kaschmir. Mit einer Lauflänge von 75 Meter auf 50 Gramm. Und dazu habe ich mir Lamana Premia hergenommen mit 60% Mohair und 40% Seide auf einer Lauflänge von 300 Metern auf 25 Gramm. Und wenn ihr das Garn bei der Mercerie bestellt, dann könnt ihr in den Kommentarfeldern immer dazu schreiben, ob ihr eine Anleitung dazu haben möchtet und welche natürlich. Und ich habe mich dann natürlich für Freda entschieden. Die bekommt ihr dann im Papierformat dazu. Ich habe jetzt tatsächlich die Größe XS gestrickt für den fertigen Brustumfang von 100 cm dann und da komme ich, glaube ich, auch ganz gut mit hin. Es ist einfach ein Träumchen. Es ist gar nicht schwer, das ganze Strickteil. Ich dachte erst, oh, ein Kleid stricken. Oh, ich weiß nicht, das ist doch bestimmt ganz schwer nachher am Ende. Aber das ist es überhaupt nicht. Ich bin schwerst verliebt in dieses Muster. Das ist so... so feminin, aber trotzdem gleichzeitig sehr, ja, distinguiert, würde ich jetzt mal sagen. Es ist, wirkt einfach ganz toll auf mich und passt, glaube ich, auch ganz gut so zu meinem Typ. Und da war ich so froh, als ich das gesehen habe bei denen auf dem YouTube-Kanal, dass sie das vorgestellt haben. Und ja, habe dann gleich zugeschlagen. Aber, wie ihr sehen könnt, es fehlt noch der zweite Ärmel. Und ich bin hier so ein bisschen auf Sleeve Island hängen geblieben. Ich habe bisher, wie ihr natürlich unschwer erkennen könnt, bisher nicht weitergearbeitet an dem Teil. Wobei ich mir auch denke, es ist nur noch ein Ärmel, Sarah. Ernsthaft jetzt? Ein Ärmel nur und das Teil wäre fertig. Und du könntest es vielleicht noch mal abends zum Spazierengehen anziehen, wenn es dann doch noch ein bisschen frisch ist draußen. Vielleicht packe ich es dann nochmal an. Und eigentlich ist es auch super schnell fertig. Ihr wisst ja, dass ich diese Chaogu Ärmelstricknadeln benutze. Und in Windeseile wäre ich damit fertig. Aber nein, ich schlage einfach was Neues an. Apropos anschlagen, denn der ganze Wahnsinn von diesem wunderschönen Kleid beginnt mit einem provisorischen Maschenanschlag. Und wenn man dann mit dem Kleid fertig ist, kann man sich noch überlegen, welche Kragenform man machen möchte. Möchte man noch einen Stehkragen machen? Soll es irgendwie ein 1:1 Rippenmuster sein? Oder soll es ein I-Cord-Edge bekommen? Und das werde ich nachher wahrscheinlich dann auch machen. Theoretisch könnte man natürlich sich auch vorher schon entscheiden, wenn es ein I-Cord-Edge werden soll, dass man den einfach schon mal anschlägt und dann das Kleid da dran strickt. Aber ich dachte mir, ich lasse mich jetzt einfach mal so auf diese Anleitung ein und gucke, wie es mir nachher am besten gefällt. Und dann werde ich den provisorischen Maschenanschlag dann natürlich noch in einen I-Cord verwandeln müssen. Und genauso enden im Prinzip auch alle anderen Bündchen. Das Ärmelbündchen endet mit einem I-Cord. Und auch hier unten am Körper selber ist eine I-Cord-Kante dran. Und ich finde, das bringt das Kleid wirklich richtig schön zusammen und gibt ihm einen ganz, ganz modernen Flair.
Ihr habt mich beim letzten Mal auch schon zu dem Wear-Sweater gefragt, wie ich denn meine Schlaufen verwebe. Und bei dem Wear-Sweater habe ich das überhaupt noch gar nicht gemacht, weil es nicht notwendig war in meinen Augen. Ich glaube, irgendwie gibt es so eine Empfehlung, alles, was so über, also wo man die Hauptfarbe oder die Kontrastfarbe über mehr als 4 Maschen arbeitet, sollte man den anderen Faden einweben, damit da nachher nicht mehr so viel rumschlabbert, wo man sich vielleicht drin verfangen kann oder dass nachher so die Fadenspannung passt. Und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil das Garn auch wirklich so richtig fest ist. Und je öfter man das trägt, desto mehr filzt sich das so ein bisschen zusammen und verschmilzt dann zu einer Masse. Bei diesem Itosokoshu und dem Mohair-Seidengarn musste ich dann nachher aber zwangsläufig lernen, wie man den anderen Faden, mit dem man gerade nicht im Colorwork-Teil strickt, dann verwebt. Und ich habe da eine ganz verrückte Variante für mich rausgesucht. Ich habe auch wieder ganz intuitiv gehandelt. Ich habe jetzt nicht groß nach Videos geguckt, wie man das irgendwie einweben kann. Ich habe, wie gesagt, immer die Hintergrundfarbe in meiner linken Hand ganz normal zum Kontinentalstricken. Und mit der rechten Hand lege ich dann quasi den Kontrastfaden oder den Faden, den ich jetzt gerade einweben möchte, nur so ein bisschen über meinen anderen Faden rüber und schlinge dann mit der Nadel hinten durch und dann bleibt der Faden irgendwie wie durch Wunder hängen. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch keine akademischere Variante zeigen kann. Ich kann euch wirklich jetzt nur so zeigen, wie ich das mache. Und mir fehlen da auch die Worte, das gerade zu beschreiben, weil das so eine, ja, verrückte Variante ist. Vielleicht habt ihr da ja noch einen Tipp für mich, wo ich noch mal schauen kann, dass es ein bisschen eleganter und so ein bisschen leichter aus der Hand geschüttelt irgendwann aussieht. Denn ich bin jetzt richtig mit Colorwork infiziert und ich liebe es einfach. Das ist aber jetzt erstmal der aktuelle Stand zu meinem Frederkleid, das ich auf Garantie diesen Herbst richtig rocken werde. Und die Farben, die passen so wunderbar. Es ist jetzt so ein Grauton, es ist ein Cremeton. Und in dem Grauton habe ich noch so einen Maronenfarben mit reingearbeitet, dass so ein kleines Spiel zwischen den Farben entsteht, damit das nachher auch zu meinen Winterjacken oder so drüberwürfen passt. Ich habe ja so eine karierte Jacke mit Fransen, die kennt ihr vielleicht, falls ihr den einen oder anderen Vlog von mir schon gesehen habt und die passt traumhaft dazu. Ich habe schon anprobiert. Ja, also, das ist das erste Strickkleid für mich, das ich jemals gestrickt habe und ich freue mich sehr, wenn es fertig ist und ehrlich jetzt, ein Ärmel. Weiter geht's mit dem nächsten Work in Progress. Aber bevor ich euch zeige, worum es sich handelt, wollte ich euch gerne einmal darum bitten, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und euch gefällt, was ihr bisher gesehen habt, dann klickt doch gerne auf das Abo und aktiviert auch die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir hochgeladen ist. Und natürlich freue ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, den ihr mir gerne dalassen dürft. Und dann können wir hoffentlich im Kommentarbereich so ein bisschen in Kontakt treten. Das würde mir wirklich sehr helfen. Und dann ganz herzlichen Dank dafür. I knew that the harp is never light. Felt like the sun can't give a sight. And I fell from the first time I met you, baby. Like a night sky in July. Cause you never leave me dry. You, baby. All my life, and I knew when you told me your name, girl, was going to ride it on the wall and shout it down till Montreal. Yeah, I knew when you told me your name, baby, things we will never be the same. Cause you. You'll never leave me dry.
'cause you never leave me dry. You, baby, shine a new light on my life. Jetzt geht's aber endlich weiter mit dem nächsten Work in Progress und das ist auch aus der Feder der Dagmar von der Mercerie in München. Ich habe letztes Jahr schon mit dem Luna-Sweater, den ich hier jetzt auf den Nadeln habe, geliebäugelt. Aber als ich das Garn bestellen wollte, auch bei der Mercerie in München, war leider die Farbe gerade ausverkauft, die ich unbedingt haben wollte. Und dann dachte ich mir, okay, nächstes Jahr im Frühjahr, da wirst du dir den Timer stellen, in Anführungsstrichen, und guck's einfach nochmal auf die Website. Und sie haben das Garn da gehabt und dann habe ich direkt zugeschlagen und mich sehr gefreut. Ein Struktur- und Lace-Wunder, wie ich gerne sage. Das ist ein Rundpassen-Pullover, der hier oben auch wieder mit einem I-Cord anfängt. Ich bin sowas von verliebt. Ich war auch schon letztes Jahr in den Luna-Sweater verliebt. Und jetzt kann ich ihn mir endlich werkeln. Das ist ein wunderbares Teil im Übergang zwischen Winter und Frühling, denn es wird mit Woolfolk Straw gestrickt. Das ist zu 50% aus Leinen und zu 50% aus Wolle hergestellt. Es hat also den kühlenden Effekt von Leinen und trotzdem aber auch noch einen wärmenden Anteil durch die Wolle. So sieht das Ganze dann aus. Das habt ihr ja auch gerade schon gesehen. Das ist wirklich wunderschön. Das heißt Woolfolk Straw in der Farbe S1. Das hat auch 50 Gramm, 150 Meter und ist für eine Nadelstärke zwischen 4 und 5 mm geeignet. Das ist so ein richtig schöner, kühler Beige. Grischton würde ich fast sagen. Also so eine Mischung zwischen Grau und Beige. Eher ein kühlerer Farbton. Passt perfekt zu meinem Hautton. Und was soll ich sagen? Also ich habe natürlich wieder die Wolle bei der Mercerie bestellt. Und dann natürlich auch gleich die Anleitung dazu. Und ich hoffe, liebe Dagmar, es ist okay, wenn ich jetzt das Bild zeige von eurer Anleitung. Denn so soll der Pullover mal aussehen. Er ist wirklich wunderschön. Und der sieht so fluffig aus an dem Model. Ich freue mich schon, wenn der fertig ist. Ich finde den einfach wunderschön. Ich habe hier auch wieder Größe S gestrickt. Das ist die kleinste Größe. Und was soll ich sagen? Es macht unheimlich Spaß, dieses Teil zu stricken. Einfach weil auch das Garn wirklich so eine ganz, ganz tolle Haptik hat. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Baumwolle und Leinen, aber hier ist jetzt eine Mischung zwischen Wolle und Leinen drin und es ist schon rustikal, würde ich sagen, aber es ist weich, weich rustikal und eignet sich einfach daher, glaube ich, auch durch diesen Leinenanteil wunderbar für diese ganzen Strukturgeschichten. Wir haben hier so ein bisschen Lace mit drin, dann haben wir hier so ein richtig cooles Pfeilmuster. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die Dagmar das in der Anleitung genannt hat. Das tut mir wahnsinnig leid. Und dann geht es hier weiter mit dem Hagebuttenmuster, glaube ich. Und zu guter Letzt kommt hier unten nochmal ein neues Muster dazu. Ich tue diesem wunderschönen Pullover jetzt gar keine Ehre, weil es jetzt hier so halb auf meinem Bügel hängt und noch so zusammengezogen ist. Und ja, aber ich finde ihn einfach total klasse. Knattergeil, wie ich immer sage. Ich habe heute irgendwie zu tun hier mit meinen Haaren, wie ihr sehen könnt. Aber ja, ganz toll. Ich freue mich wirklich wie Bolle, wenn der fertig ist. Wovon ich euch noch erzählen wollte, waren die Maschenmarkierer, die ich jetzt passend zum Frühling haben musste. Den kleinen hier unten, den hatte ich schon etwas länger. Den habe ich mal bei der lieben Clara vom Studio C Podcast gekauft. Da haben wir ihn. Und dann habe ich hier diese Flugteile, die waren bei Steven und Penelope mal zu haben. Und dann waren sie ganz lange wieder ausverkauft, dann waren sie mal wieder im Shop und dann waren sie wieder ausverkauft. Und jetzt habe ich gedacht, und jetzt nimmst du dir zwei Packen mit. Und ich bin wirklich total zufrieden. Das sieht so witzig aus. Und dadurch, dass da Stricknadeln natürlich dran sind, kann man die wirklich richtig gut verwenden im Strickstück, ohne dass da irgendwie viel kaputt geht.
Ja, wenn man das Ganze über Steven und Penelope kauft, dann zum Beispiel, dann kann man sich die Farben nicht aussuchen. Aber ich bin wirklich froh über die Varianten, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt hier so ein Schwarz-Weiß und dieses richtig, richtig coole Pink. Und dann habe ich noch ein anderes Paar mit Grün und Rot gesprenkelt. Da war ich also sehr, sehr froh, dass ich die ergattert habe. Ich weiß leider nicht, ob es die noch bei denen im Shop gibt oder ob man diese Maschenmarkierer noch auf anderem Wege bekommen kann. Aber ich finde die wirklich ganz toll. Die machen richtig gute Laune beim Stricken, wenn man dann mal wieder an der entsprechenden Stelle ist. Dann, oh, da war ja was, da ist ja richtig Farbe mit im Spiel. Und ja, das ist also mein Luna-Sweater. Endlich, endlich, endlich. Und ich hoffe, dass ich ihn ganz schnell fertig bekomme. Und das waren auch schon alle meine Strickprojekte, an denen ich aktuell arbeite. Ich habe schon noch ein neues, ganz, ganz farbenfrohes Colorwork-Projekt. Das könnt ihr hier hinter mir schon so ein bisschen sehen, aber davon erzähle ich euch dann wirklich erstmal im nächsten Podcast. Das ist noch so ein bisschen in der Planung und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob mein Plan, den ich mir jetzt gemacht habe, aufgeht. Denn bei der Planung dieses Projektes habe ich die zweite Sternstunde meiner geistigen Umnachtung gehabt. Ist leider wahr, aber die ganze Geschichte erzähle ich euch auf jeden Fall im nächsten Podcast, wenn ich dann vielleicht schon ein bisschen vorangestrickt bin und euch schon ein bisschen mehr zum Projekt zeigen kann. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den Sachen, die neu bei mir einziehen durften. Viele von euch werden bestimmt wissen, dass ich im Februar Geburtstag hatte und Ende Januar so ein kleiner Spring Sale bei La Bien Aimée gewesen ist. Und da bin ich so ein bisschen durchgedreht und habe mir für ein bestimmtes Projekt die Wolle gekauft, die ich wirklich ganz toll finde. Und es handelt sich um ihre neue Base, die Cori Worsted. Und da habe ich mir diese Farbauswahl zugelegt. Das ist also das Cori Worsted von La Bien Aimée. Sieht wirklich richtig schick aus. Das ist natürlich das ja, herkömmliche Label, so wie man das kennt. Und hier hat man dann eben das Cori Worsted Label drauf. Das hat auf 100 Gramm 230 Meter und besteht zu 75% aus Falkland Corriedale und 25% Gotlandwolle und ist auch so ein bisschen von der rustikaleren Variante. Ich habe mich einmal für Karamell entschieden. Das ist dieser richtig schöne Schokoladengoldton. Dann habe ich Fluor Morganite. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So ein richtig schönes Pink. Und ihr könnt da diesen Graustich oder diese dunklen Farbpartikel vielleicht so ein bisschen sehen von dem Gotland, würde ich jetzt mal so spekulieren. Dann habe ich Dawn. Ein sehr schöner, kalter Rosaton. Es geht weiter mit Bone. Und im Kontrast dazu Avoine, glaube ich. Ich weiß nicht. Also dieser Unterschied ist wirklich marginal, aber man kann ihn doch so ein bisschen sehen. Das ist jetzt also die Variante, für die ich mich entschieden habe und mit 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment habe ich das mit meinem Gewissen und meinem Bankkonto vereinbaren können. Aber ich kann euch sagen, das Bankkonto guckt mich immer noch ein bisschen böse an, aber ich konnte nicht widerstehen. Und die Zusammensetzung des Garns ist wirklich ganz, ganz toll und sehr spannend. Und das sind eben die Farben, die ich gern stricken möchte.
Und passend zu diesem Garn hat La Bien-Aimée oder Amy Gilles, die ja die Gründerin von La Bien-Aimée ist, mit ganz vielen bekannten Designerinnen und Designern zusammengearbeitet und die haben ihr dann wunderschöne Strickanleitungen geliefert zu diesem richtig, richtig knattergeilen Garn. Und zwar ist es ja ziemlich stark beworben worden in letzter Zeit und das Buch heißt im Prinzip genauso wie die Garne, nämlich Worsted. Das könnt ihr hier einmal sehen. Kommt relativ schlicht daher und ich war auch sehr überrascht, dass das so ja, schlicht aufgebaut ist in so einem Leinen- oder Baumwollmantel. Ist in Zusammenarbeit mit dem Leine-Publishing entstanden. Und da haben wirklich ganz, ganz, ganz viele bekannte Strickdesignerinnen und Strickdesigner mitgearbeitet. Stephen West, Andrea Murray, Maxim Sear, Nancy Merchant, Nora Gorn, also wirklich ganz bekannte Namen. Und ich habe mich für ein ganz spezielles Projekt entschieden. Ich habe ja schon gefühlt seit Ewigkeiten schon keinen Schal mehr gestrickt. Ich weiß gar nicht, wann war der letzte Schal? Keine Ahnung. Ich habe mich dann aber für das Modell von Stephen West entschieden. Das heißt Knitprovisation. Das ist also eine Wortzusammensetzung zwischen Knitting und Improvisation. In seinem Video auf dem YouTube-Kanal von La Bien-Aimée hat er so ein bisschen erzählt, dass er erst rumprobiert mit irgendwelchen Stichen und Mustern und Farben und das so ein bisschen immer aus dem Bauch heraus improvisiert, was dann nachher am Ende immer grandios aussieht. Und das hier ist eben der Knitprovisation Schal von Stephen West in der Farbkombination Amy. Und die habe ich mir dann direkt bei ihr im Shop bestellt und dachte, ja, der ist richtig, richtig toll. Der ist nicht ganz so wild und ja, löchrig, wie die letzten Modelle von Stephen West zurzeit gewesen sind. Der ist wirklich schön. Da ist so ein bisschen Brioche mit drin, da ist ein Zickzackmuster, da ist Lace dabei, da sind Zöpfe drin. Und die Farben, die fand ich so wunderschön, die Amy für sich ausgesucht hat, die ihr hier schon gesehen habt, dass ich dachte, das passt perfekt zu den Klamotten, die ich auch sonst gerne trage. Die Muster, die passen ganz gut auch zu meinem Typ und ich bin schon echt gespannt, aber das muss noch ein bisschen warten. Ich will jetzt erstmal mein Luna-Sweater fertig bekommen und dann dieses andere mysteriöse Colorwork-Projekt. Keine Sorge, ich erzähle es euch auf jeden Fall im nächsten Podcast. Und dann kommt irgendwann das Worsted dran. Das ist ja jetzt auch ein bisschen ganz schön dickes Garn, ne? Ist eine Worsted-Qualität und jetzt so für Frühling, Sommer vielleicht noch geeignet, für kühle, laue Sommerabende sicherlich sehr praktisch. Mal sehen, ob ich ihn vielleicht nicht doch noch anschlage. Oh, Entscheidungen, Entscheidungen. Und das war's auch schon, was ich euch an Strick-Content für dieses Mal wieder mitgebracht habe. Wenn ihr Lust habt und jetzt noch gerne wissen möchtet, was ich sonst so gelesen habe, dann bleibt doch ganz gerne dran. Falls nicht, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, wann immer ihr das Video schaut. Ich hoffe, ihr habt eine ganz tolle Zeit. Ihr könnt das schöne, sonnige Wetter genießen, das hoffentlich bei euch ist. Ihr könnt hoffentlich ganz viel stricken oder handarbeiten oder das tun, was euch gut tut, neben all den Dingen, die sonst so passieren in der Welt. Und wir sehen uns doch hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Für alle anderen, die auch sich sehr für Bücher interessieren und das geschriebene Wort, habe ich eine ganz bunte Mischung mitgebracht. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen im Intro gesagt, dass ich auch gerne wieder malen möchte. Und ich habe auch schon wieder mit Malen nach Zahlen angefangen. Ich habe da noch so ein Triptychon, also ein Bild, das aus drei einzelnen Bildern besteht, nach Malen nach Zahlen. Das ist so ein wunderschöner See. Da sind ganz viele Grau- und Blautöne drin und dann aber auch so ein bisschen hell gesprenkelt mit so einem Steg, der auf einen See rausgeht. Und das ist so ein Blick, den ich von zu Hause kenne. Bei mir in der alten Heimat gab es eben auch so einen See. Da bin ich auch mit meinen Freundinnen im Sommer immer hingefahren. Wir haben da den ganzen Tag verbracht. Das war nur so, ich glaube, 8 oder 10 Kilometer von zu Hause entfernt.
es war wirklich immer richtig schön und immer wenn ich dieses Bild gesehen habe, habe ich mich an diese Zeit zurückerinnert. Und das habe ich jetzt für mich quasi wieder rausgeholt, einfach um mal wieder auch was anderes mit den Händen zu tun, nicht immer nur zu stricken oder zu nähen oder zu häkeln, sondern einfach mal wieder einen Pinsel zu halten und ja, auch den Kopf ausschalten und einfach nur die Zahl ablesen und die Farbe dazu draufmalen. Ich finde das einfach wunderbar und manchmal brauche ich auch die Struktur einfach, damit ich mich entspannen kann. Denn alles, was noch keine Struktur so richtig hat, ist oder kann ja auch anstrengend sein, weil man so viele Entscheidungen treffen muss. Was will ich jetzt wohin machen? Was will ich überhaupt malen? Welche Farben will ich überhaupt benutzen? Und einfach, um mal wieder um ins Malen reinzukommen, habe ich mir jetzt dieses Mal nach Zahlen hergenommen. Das stand schon ewig hier in der Hobby-Ecke irgendwo rum und wurde nie benutzt, aber jetzt ist die Zeit gekommen. Und wenn ich dann irgendwann nicht mehr mal diesen Rahmen brauche, der mir vorgibt, was ich tun soll, sondern selbst kreativ malen möchte, habe ich mir so ein bisschen Unterstützung von einer jungen Frau geholt. Und zwar habe ich mir das Buch Imagine a Forest gekauft. Und wie ihr schon sehen könnt, ist es so ein bisschen in Richtung Folk Art aufgebaut. Viele skandinavische Elemente sind hier drin. Und alleine, wenn man das Buch schon aufschlägt, kommen einem da schon ganz, ganz wunderschöne Motive entgegen, von denen ich persönlich jetzt sagen würde, das wirst du auch hinkriegen. Probier doch mal. Und mir fällt dann aber immer, wenn ich was malen will, fällt mir nichts ein. Es ist wirklich kein Hexenwerk, wie ihr hier schon sehen könnt. Ich finde es einfach so cool. Und deswegen habe ich mir das eben als Hilfe hergenommen, um einfach auch mal wieder selber malend tätig zu werden und so ein bisschen ja, Spaß zu haben am Malen. Schaut euch doch mal bitte diese Meerjungfrauen an. Ich finde diese Art und Weise wirklich ganz inspirierend. Es spricht mich einfach unglaublich an. Ich finde es wirklich ganz, ganz wunderschön. Schaut euch mal hier dieses Schloss an. Ist nicht cool? Ja, und das ist eben so ein bisschen meine Hilfe, wieder ins Illustrieren und Malen reinzukommen. Ich habe mir auch schon so ein bisschen Material besorgt. Ich würde gerne mal wieder mit Gouache malen. Ich habe mir hier so Pastelle und die normalen Gouache-Farben hergenommen, ein paar Pinsel und so weiter. Und ich habe mir auch so wasserlösliche Ölpastelle gekauft. Fand ich also richtig spannend, habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Also da werde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz kreativ werden. Und ich merke auch so richtig jetzt, je länger die Sonne scheint, desto motivierter bin ich, das zu machen, wo ich jetzt richtig Lust drauf habe. Und dann ist es mir auch egal, was andere von mir wollen. Also manchmal jedenfalls. So, meine Lieben, jetzt bin ich aber echt am Ende. Mein Hals ist schon ganz trocken und ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit mir hattet, mit allen Sachen, die ich euch heute so gezeigt habe. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr was loswerden möchtet. Ansonsten bleibt mir jetzt nur, euch eine sonnige Zeit zu wünschen. Ihr merkt schon, wie die Sonne sich hier so reinschleicht in den Raum und es immer heller wird. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen in die Sonne setzen und an meinem Luna-Sweater weiter stricken. Und hoffe, dass ihr schön gesund bleibt, dass ihr es euch gut gehen lasst und dass ihr alles auch mit einem Funken Hoffnung sehen könnt, was auch immer vielleicht in eurem Leben passiert. Ich wünsche euch alles Gute und dann hoffentlich doch auch bis zum nächsten Mal. Tschüss!